Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Little Big Workshop und einer neuen Aufnahmerunde. So, es ist ja schon eine ganze Weile her, wo ich wieder gezockt habe bzw. aufgenommen habe. Also, wenn ihr diese Folge seht, die habe ich quasi genau heute aufgenommen. So, wir haben hier noch was zu liefern und zwar das Regal, ja? Komm, wir liefern das einfach mal, um ein bisschen Geld wieder zu kriegen. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen reinschnuppern, was ich hier zuletzt gemacht habe. Ich habe das Ding, ich habe das Ding, ich habe... Hier ist Montagestation, genau. Hier waren die Öfen. So, passt auf. Ich habe da ein paar kleine Neuigkeiten für euch, ja. Ich habe einen Privatspielstand, ja, angefangen. Ja, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Der ist jetzt nicht weiter wie der hier, ja. So ist es nicht, aber... Ich habe da was anderes Interessantes herausgefunden. Und zwar, wir haben noch ganz am Anfang irgendwo mal hier diese Regale probiert und das ging irgendwie nicht. Und ich habe aus einem blöden Zufall eigentlich mehr oder weniger rausgefunden, wie die Regale jetzt funktionieren. Warte mal, kann ich euch den Zufall zeigen? Ja. Dieses Fenster kam aufgeploppt, wo ich das erste Regal da quasi gebaut habe, weil ich das nochmal wissen wollte, wie das funktioniert. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wo waren hier das olle Regal? Hey, Karriere, Kunden, Zonen. Und zwar hier, ja, Zonen. Hier, da sieht man es. Da sieht man es ganz gut. Die Regale stehen quasi auf den Zonen. Ne? Und das war mega gut. Und das, genau das habe ich dann auch in meinem privaten Spielstand probiert. Und das klappt wunderbar. Das heißt, ich würde jetzt gerne hier mit euch. Ja, erstmal weiter ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen hier was, ein bisschen da was. Wir haben eine Montage-Spezialistin und eine Holz, ja? Genau. Ja, ich würde ein bisschen Geld verdienen und dann würde ich gerne mit euch, alles ein bisschen umdekorieren. Alles ein bisschen umdekorieren. Hier haben wir ja gesagt, okay, pass auf, wir machen hier nicht die mega krassen Räume. Also so, dass wir quasi hier keinen Minuspunkt kriegen auf riesige Räume, große Räume oder sonstiges. Ich habe das mal andersrum probiert. Ich habe mal einfach die riesigen Räume probiert und das geht auch wunderbar. Es geht wirklich wunderbar. Das heißt, wir können hier die Wand abreißen. Wir können das hier richtig schön schick machen. Ja. Und ich würde sagen, das hier wird auch der erste richtig coole, schicke Raum werden. Das hier passt alles. Und es kam ein Update. Und zwar hat man jetzt hier eine neue Leiste. Ja. Wie viel produzieren wir pro Tag? Wie viel haben wir aktuell? Wie viel können wir maximal haben? Wie viele machen gerade Pause? Das kam alles neu dazu. Das kam aber ganz frisch, nachdem ich die letzte Aufnahmerunde gemacht habe. Also die letzten 6 Folgen quasi, ja. Da kam das ganz frisch hinterher gepatcht. Und ja, darum konnte ich euch das einfach noch nicht früher zeigen. So, gut. Haben wir das. das heißt, ich würde diesen Raum hier komplett neu strukturieren wollen. Ja. Diesen Raum hier werde ich einfach ganz, ganz neu strukturieren. Ne? Was hatte die Maschine? Die war das... Die Drehbank, genau. Das war die Drehbank. Das hier war, glaube ich, das... Simple Details. Ah, okay. So, wir arbeiten ja gerade das ab. Dann arbeiten wir das ab. Dann arbeiten wir das ab. Na gut, dann arbeitet mal das alles ab, meine Freunde. Der lieben Sonne. Haben wir eigentlich aktuell irgendwelche Aufgaben? Ja, wir hätten hier einen Stuhl. Aber ich mach das mal nicht. Ich bin da immer vorsichtig. Lass uns mal eins nach anderen abarbeiten. Und was mir noch aufgefallen ist, sie haben das Design von dieser fleischfressenden Pflanze ein bisschen überarbeitet, die kleinen Schlingel. Na? So, pass auf. Ich glaube, hier kommen wir ja eh nicht mehr weiter raus, oder? Oder? Ja, doch, einen kleinen, ne, 1,5 Meter würden wir rauskommen. Könnte man rein theoretisch machen. Na, wir nehmen mal hier die 1,5 Meter noch raus. Müssen diese Wand entfernen. Drücken wir auf Bestellen. Ja, kostet uns ein bisschen Geld. Ja, wir gehen jetzt hier auf einen großen Raum. Ja, und das kriegen wir wieder hin mit Dekoration. Braucht ihr keine Angst haben. Da braucht ihr keine Angst haben. So, das haut hin, das haut hin. Standen hier schon immer die Bäume? Oder sind die Bäume hier neu? Sind die Bäume hier neu? Ich weiß das gerade gar nicht. Na gut, pass auf. Ich lass mal wieder ein bisschen vordaddeln, ne? Und wir strukturieren das hier alles so ein bisschen nebenbei um.
So, jetzt haben wir mal ein bisschen umdekoriert. Wir können natürlich noch viel, viel mehr Platz rausholen hier aus diesem Raum. Wir machen das mal so. So, wir müssen aber natürlich immer wieder auf unser Geld achten, ne? So ist es jetzt natürlich nicht. So. Also wir dekorieren immerhin immer weiter und immer weiter und immer weiter. So, das hier, das kann erstmal hier an der Seite gestellt werden. Das stört sonst nur erstmal im Raum. Gut. So. So, jetzt, das System von diesem Regal, ja. Das hier greift ja nur auf das und das ist nur für das. Und das hier ist für die beiden Sachen aktuell noch, ja. Das hier werde ich noch abändern. Wir brauchen nur ein bisschen Geld. Ja, wir brauchen einfach nur und klar das bisschen Geld. So, Ventilatoren, die kommen erstmal an der Seite. Ich weiß, damit ärgere ich die ganze Zeit hier meine Leute. So, in diesem Raum ist sehr, sehr gut. Hier ist nicht mehr so gut, aber hier reißen wir gleich die Wand ein. Na, hier reißen wir gleich die Wand ein. Können wir das jetzt eigentlich schon machen? Was kostet denn das? 170, das ist gar nichts. Das ist gut. Abreißen. Abreißen? Geht noch nicht. Okay. Muss erst wahrscheinlich die Wand weg. So, die OO-Bürzel sind fertig. Und es wird da auf jeden Fall noch eine sehr hohe Nachfrage kommen. Das heißt, wir könnten davon noch mehr machen. Aber lass das mal abarbeiten. Ne? Lass erst mal abarbeiten. Oh, die Tür geht automatisch weg. Auch nice. Auch sehr, sehr nice. So, das Ding. Das kommt jetzt hier hinten hin. Da kaufen wir uns gleich noch einen... Na ja, gut, hätten wir auch gleich so einen zweiten kaufen können. Hätten wir auch den noch stehen lassen können. Naja, ist egal. Ist egal. So, wie sieht jetzt dieser große Raum aus? Ist ja jetzt eigentlich ein riesiger Raum. Hat jetzt auch minus 50 Strafpunkte bekommen. Das kriegen wir aber alles weg. Also das kriegen wir wirklich weg. Ja, und wir können den Raum hier viel, viel geiler nutzen, glaube ich. So. Wir haben das, wir haben das. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen langsamer laufen lassen. Ich werde nämlich, das ist nämlich gleich fertig, einen neuen Auftrag annehmen. Und zwar die Aufgaben von den Kollegen hier. Nee, warte, machen wir noch nicht. Warte, wir machen das anders. Und zwar, wir haben doch irgendwo eine Tischlerstation. Da ist er. Genau, davon hole ich mir jetzt auf jeden Fall... Warte, wie ordne ich es am besten nachher an? Das kommt dahin. Ja. Das hier muss alles mal bewegt werden. Ich glaube, das kommt erstmal hier alles hier rüber. Die ganze Deko-Kram. Das kommt jetzt wirklich alles hier rüber, weil mir das da vorne sonst im Weg steht, weil ich da jetzt so gerne weiter ausbauen möchte. Ja. Dich habe ich schon bewegt. Ich glaube, du da hinten. Flupp. Ja, das kommt jetzt alles erstmal an der Seite. Erstmal alles an der Seite, bis ich das hier neu anordnen kann, alles. Ja. So, das hier hinten wird schick gemacht. So, das hier in der Mitte stört, glaube ich, aktuell noch nicht. So, Tischlerwerkstatt. Und zwar hätte ich davon nämlich gerne... noch eine wird, glaube ich, zu teuer. Aber ein Regal auf jeden Fall. Tadim, tadim. Wie habe ich das andere Regal gebaut? War das auf die Höhe, glaube ich, ja? Ja, genau. Zwei freilassen. Genau, genau, genau. Achso, dann müssen jetzt die Ventilatoren wieder weg. Flupp. Die Blumen bleiben da erstmal. Also hier die Fleischfressenden, die können da beide bleiben. Ja, die sind ja gut. Die sind ja jetzt nicht verkehrt. Dann... So einmal, ja. Und dann würde ich gerne hier nochmal was hinbauen später. Aber erstmal... So, bestellen. Dann bauen wir jetzt eine Zone. So, zack. Zack. Zone. Zone. Da. Und zwar... hierfür. Der Kollege wird nämlich schon verbunden mit die beiden Tischlerstationen. Flupp, ne? So, den kann da jetzt schön gemacht und getan werden. So, dann kommt jetzt... der hier kann auch schon mal weg. Den können wir ja sogar schon... hier hinstellen, so. Die kleine Blume können wir dahinter stellen. Dann ist die auch schon mal weg, ja? So. Gut, also wir dekorieren jetzt den kompletten Raum hier einfach neu, ja? Der komplette Raum wird jetzt hier komplett neu strukturiert. So ist mein Plan. So, dann können wir... Wie groß ist denn die Palme? Das ist auch so eine etwas größere, ja?
Aber auch die muss in den Raum rein. Obwohl wir mal gucken müssen, ob man nicht schon das gute Dekokram bauen können. Also hier Palme und Kaktus, dass die so nach und nach wegkommen, glaube ich. Ne? Kann man die nicht sogar bewegen? Dann sieht sie vielleicht sogar schöner aus. Wenn die so in Richtung der Arbeit guckt. so müsste das sein, ja? Ja. Flup, flup, flup. Oh, jetzt habe ich... Irgendeine habe ich, glaube ich, falsch jetzt hingesetzt. Dann kann ich sogar das Regal, glaube ich, noch eine rübersetzen. Die hier ist falsch. Entschuldigung, müssen wir nochmal umbauen. Danke. Nee, aber die werden wir auch irgendwann umsetzen. So, jetzt sehen sie beide gleich aus, ja? Das Regal kann sogar noch ein... ein rüber. Und die Zone können wir auch bewegen. Und zwar... So, dann passt es wieder. Gut, das hier machen wir auch gleich hübsch. Ja, das steht da jetzt aktuell noch im Wege. So, das Regal bauen wir. Wir machen gerade Minusgeld, ja? Das Regal muss gebaut werden und ich glaube, die haben ein bisschen Langeweile. Wo wird denn das Regal? Ach, hier wird das Regal gebaut, okay. Gut, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der ist verbunden, der ist verbunden. Der greift hier drauf. Der greift darauf. Das macht das Ding. Gut. Gut, 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 gut. Der hat das hier. Das kriegen wir auch noch geändert. Wir müssen immer ein bisschen Geld kriegen. Was ist hier los? Na! Der Hof und die Frontseite deiner Fabrik sehen aus wie ein Schrottplatz. Reiß dich zusammen und dekoriere ein wenig, ja? Hm. Na klar. Mach ich. Wie viel haben wir denn hier? Hier können wir ruhig echt noch ein bisschen was reinpacken. Hier ist es okay. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch dekorieren. Ja? Wie viel haben wir schon von diesen... Weil die ziehen ja immer ab. Die ziehen ja immer Bonus ab. Guck mal, die bringt hier, die bringt 40, die bringt nur noch die Hälfte. Ventilatoren bringen auch schon nicht mehr so krass viel. Aber hier der Wasserspender. Liefern. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall neue Aufgaben. Und zwar, wir machen einfach mal hier die Stühle, einfacher Stuhl. Und gucken wir mal, das haben wir, dafür haben wir sogar eine schöne Maschine für. Biegen, weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir aber haben. Klebstoff, das haben wir. Haben wir hier noch eine andere Auswahl? Nee. Das Gießen haben wir da schon. Stimmt, das haben wir hier unten hingebaut. Okay, warte. Gießen. Zack. Dieser Auftrag muss neu können. Ja, ich weiß, wir können hier was verbinden. Und zwar alle gleichen Dinger. So, das. So, dafür haben wir jetzt die doppelte Tischlerstation. Ach, jetzt kann ich draufklicken. Alles klar. So, wir müssen leimen. Das müssen wir auch hier machen. Achso, ich sollte vielleicht nochmal die Rohstoffe auswählen, oder? Dann sehe ich genau, was wir schon haben und was nicht. Kann ich auch noch günstiger nehmen? Nee. Okay. So, das hier fehlt noch. Das können wir aber hier oben machen. Flup. Das können wir hier machen. Das müssen wir auch hier machen. Also ihr seht, wir müssen sehr, sehr viel an der einen einzigen Stelle machen. Darum will ich davon noch mehr kaufen. Flup. Okay, go. Na, jetzt kommt der nächste Auftrag rein. Sollten wir eigentlich schaffen, den einfachen Stuhl. So. Können wir wieder ein bisschen Tempo laufen lassen. Wird er mal abgeholt, der wird gleich geliefert. Das ist okay. Dekorieren, 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 dekorieren. Warte mal. Wie viel bringen die beiden? Die bringen nur 18 zusammen. Der Wasserspender müsste aber auch ganz gut bringen. Warte mal. Ich glaube hier die kleine Pflanze und sowas, das verkaufe ich schon mal. Dann kommt jetzt hier der Wasserspender hin. Sobald das Ding jetzt hier gleich weg ist. Na? Ganz kurz ein bisschen langsamer laufen lassen. Danke. So hätte man eine Bombenlaune. Bestellen wir auch, ja? Das machen wir genauso.
So, dann müssen wir jetzt hier bald anfangen mit dekorieren. Hier braucht man noch ein Dings. Kriegen wir hin. Das hier könnte sogar schon halbwegs passen. Und das hier müsste quasi hier noch an der Seite ran, ja? Warte mal, das kriegen wir auch, glaube ich, sogar hin. Dann mache ich das hier hin? Bewegen. Komm, geht mal einfach da hinten in die Ecke rein. Also, es tut mir leid, ich muss hier wirklich sehr, sehr viel Erde umstellen. Es muss einfach alles ein bisschen sortiert werden, das muss weg. So, jetzt würde ich nämlich nochmal ein großes Regal holen. Und zwar, das kommt jetzt hier hin. Das würden wir auch sofort bestellen. Und das Ding würde ich jetzt bewegen. Zack. Zack. Ja, und der Luxus bei diesen Regalen ist, du hast da halt keinen langsamen Bonus mehr drauf. Also sonst haben sie hier mal alles vollgepackt, dann sind sie da durchgelaufen, dann waren sie übelst langsam. Das hast du halt bei diesen Regalen nicht. Hätte ich vielleicht mal am Anfang auch schon sagen sollen, wa? So, ja, du kommst dahin und du kommst, jetzt müssen wir mal gucken, wo es sinnvoll wäre. Ja, wir können sie aber dahin packen. So, dann ist das aber auf jeden Fall schon mal aus dem Weg. Ne? So, und du hast die Schalttafel und die Schalttafel hat die beiden Sachen. Genau, das passt. So, und jetzt kann der Stuhl gebaut werden. Jetzt sollten wir auch relativ effizient arbeiten, hoffe ich. Na, und hier müssen wir das genauso machen bei diesen... was war das? Farbstation, okay. Und genau so werden wir das dann da auch machen. Da können wir rein theoretisch sogar schon mal das Regal kaufen. Na, ein Dem für alle Regale. So, flupp. Und das hier würde ich sogar anpassen gleich. Flupp. Bestellen. So. Super. Das gefällt mir bisher echt gut. Warte mal, könnte man das auch anders hinstellen? Dann sieht das vielleicht sogar noch schicker aus, wenn ich den hier quer reinstelle und den da vorne noch was stelle. Oder andersrum, die Ventilatoren dahinter. Müssen wir mal gucken, wie passt es am besten. Ein Feld würde mir da fehlen quasi. Bau mal ab, bitte. So, dann wäre das sogar die Raumoptimierung perfekt. Na, und dann machen wir das jetzt so Stück für Stück, machen wir das jetzt so hübsch. So, oh, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt für diese Folge erstmal wieder Schluss. Na, wir lassen hier die Kollegen bauen, wir werden jetzt so nach und nach alles optimieren, was zu optimieren geht. Na, werden uns auch neue Tischlerställe holen und tun und machen, ja. Wir werden auch alles wunderbar hoffentlich optimieren oder so gut wie möglich optimieren, ne? Das hier war ja das allgemeine Lager, das war das Abhollager, das hat auch gepasst. Super. Juti, ich werde mich dann an dieser Stelle erstmal... Oh, ich muss ja mal reparieren. Verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ja? Haut da rein und tschüss!